hier noch das zweite versprochene Video, wo es darum geht, eine gegebene quadratische Funktion oder eine gegebene Parabel zu skizzieren. Ich habe die Parabel hier jetzt schon mal in der Scheitelpunktform vorgegeben, weil das einfacher ist. Wenn die Parabel in der Normalform vorgegeben ist, müsstet ihr sie über die quadratische Ergänzung erst in die Scheitelform bringen, damit ihr sie dann einfacher skizzieren könnt. Wie das geht, dazu habe ich euch auch zwei Videos hochgestellt. Die könnt ihr euch ja angucken, wenn es dazu noch Schwierigkeiten gibt. Hier in der Scheitelpunktform kann ich den Scheitelpunkt, wie gesagt, direkt ablesen. Bei dem x-Wert muss ich das Vorzeichen umkehren, also minus 3. Und hier bei dem y-Wert kann ich es einfach direkt übernehmen. Gut, zeichne ich den Scheitelpunkt einmal ein, also minus 3, minus 4. Hier ungefähr liegt der Scheitelpunkt. Und da ich an dem Vorzeichen vor dem x sehe, dass die Parabel nach oben geöffnet ist, weil das Vorzeichen positiv ist, könnte ich sie jetzt einzeichnen. Sie könnte so verlaufen, ungefähr. Kann hier leider nicht so gut drauf zeichnen, aber so ungefähr könnt ihr es, denke ich mal, erkennen. Sie könnte aber auch so verlaufen. Oder auch so. Wie ihr seht schon, es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten. Ich kann noch gar nicht so genau bestimmen, wie die Parabel aussieht. Das heißt, um wenigstens eine einigermaßen gute Skizze hinzubekommen, müsste ich mir weitere Punkte verschaffen, die auf der Parabel liegen. Das kann ich entweder machen über eine Wertetabelle, die ich aufstelle, wo ich praktisch x-Werte vorgebe und mir dazu dann die y-Werte berechne. Oder aber, und das ist der Ansatz, den wir hier jetzt einmal ausprobieren wollen, ich berechne die Nullstellen. Dann, ich kann dann, auch wenn hier verschiedene Möglichkeiten vorliegen, kann ich ja zumindest sehen, dass auf jeden Fall zwei Nullstellen da sind. Und die möchte ich mir jetzt einmal berechnen. Gut, ich habe die Funktion hier nochmal aufgeschrieben. Wir gucken uns die Zeichnung gleich nochmal an. Jetzt geht es nur darum, die Nullstellen zu berechnen. Machen wir das eben. Ich mache das hier mal auf die Schnelle, weil da gibt es auch ein Video dazu, wo das ein bisschen ausführlicher geschieht. Nullstelle, ich setze den Funktionswert gleich 0. X plus 3 in Klammern zum Quadrat minus 4. Bringt die minus 4 durch die gegenteilige Aktion auf die andere Seite. Und kann dann die Wurzel ziehen. Erhalte also plus minus Wurzel aus 4 ist gleich x plus 3. Isoliere das x auf der linken Seite, wieder durch die gegenteilige Aktion minus 3 und erhalte dann als erste Gleichung, wenn ich hier das plus Wurzel 4 betrachte, dann erhalte ich plus Wurzel 4 minus 3 ist gleich x plus Wurzel 4 ist halt 2 minus 3. Und das wäre dann gleich minus 1. Das wäre meine erste Lösung. Und die zweite Lösung ist, wenn ich hier unten die Minuswurzel 4 betrachte. Gut, dann habe ich also Minuswurzel 4 minus 3 ist gleich x. Minuswurzel 4 gibt minus 2 minus 3 macht dann gleich minus 5. Das wären also meine beiden Lösungen, minus 1 und minus 5. Das wären die beiden Nullstellen und die will ich jetzt als die weiteren zusätzlichen Punkte zu dem Scheitelpunkt für meine Skizze mit eintragen. Das mache ich jetzt auch einmal. Gut, hier wieder zurück zur Zeichnung der Funktion. Den Scheitelpunkt habe ich hier jetzt noch so gelassen. Und jetzt kann ich hier meine eine Nullstelle mit eintragen und hier meine zweite. Und ich weiß, dass die Funktion auch durch diese Punkte gehen muss. So, und jetzt kann ich meine Funktion schon etwas genauer zeichnen, indem ich sie hier durch die Punkte gehen lasse. Gut, das heißt, sie sieht schon ein bisschen besser aus. Als nächsten Punkt könnte ich mir noch eben schnell den Y-Achsenabschnitt besorgen hier.
diesen also, das mache ich, indem ich den x-Wert gleich 0 setze. Das wäre dann also, Moment, das wäre dann f von 0, weil der y-Achsenabschnitt ist ja genau dann, wenn der x-Wert gleich 0 ist. F von 0 ist gleich 0 plus 3 zum Quadrat minus 4. Das macht dann 3 zum Quadrat macht 9 minus 4 ist also gleich 5. Gut, dann kann man hier gleich sehen, dass ich wirklich ungenau gezeichnet habe, weil die Funktion müsste folgendermaßen aussehen. Ich werde versuchen, das hier nochmal ein bisschen schöner zu korrigieren. Huch. Also der y-Achsenabschnitt sollte hier durch die 5 gehen. Das wäre jetzt der vierte Punkt der Parabel. Das heißt, sie müsste hier so ungefähr verlaufen. Gut, ich denke, das ist klar geworden, wie man so eine Parabel wenigstens halbwegs gut skizzieren kann. Das kriegt ihr im Heft sicherlich besser hin, als ich hier mit diesem dicken Stift auf diesem iPad. Versuch's doch einfach mal.